Glücklich, wer einen sieht. Das wissen auch Hans Schmid und Nadine Apolloni, Biologen der Schweizerischen Vogelwarte. Die geschulten Augen entdecken neben Blässhühnern, Stockenten und Kormoranen auch einen Eisvogel. Der Kamera entwischt er. Zu flink ist er. Der Eisvogel ist eigentlich sehr selten in der Schweiz. Also es gibt nur etwa 300 Brutpaare. Und er ist auch sehr heimlich. Also es ist sehr schwierig, ihn zu beobachten. Und oft fliegt er nur wirklich ganz rasch durch wie ein blauer Pfeil. Und das macht es auch so besonders, wenn man ihn dann doch endlich mal zu Gesicht bekommt. Kaum ist der Eisvogel gesichtet, trägt ihn Apolloni im System der Vogelwarte ein. Via Smartphone, wie es die Freiwilligen ebenfalls täglich tun. Standort, ja. Art und Anzahl. Private Beobachtungen für wissenschaftliche Zwecke. Alles verifiziert von Fachleuten. Die Vogelwarte setzt seit 10 Jahren auf die Webseite ornitho.ch. In der Schweiz sind so bis heute 13 Millionen Beobachtungen eingegangen. Erfasst ein Vogelfan, was er sieht, landet dies direkt in der Datenbank und wird dann wissenschaftlich aufbereitet. Die Vogelwarte hat so den Vogelbestand konstant im Überblick. Die Beobachtungen der 15.000 Freiwilligen im Feld unverzichtbar. Da können wir aufgrund der Beobachtungen beispielsweise im Herbst feststellen, da sind im Prinzip geeignete Gebiete vorhanden, es hat aber vielleicht nicht die Brutmöglichkeiten, die eine Art braucht. Und so können wir konkreter planen, wo beispielsweise für den Eisvogel eine Nisthilfe platziert werden könnte. Die Schweizer Idee ist ein Exportschlager. Europaweit sind 120 Millionen Einträge registriert. Die Daten helfen, den Vogelbestand im Auge zu behalten.